Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer kleinen sonntäglichen Plauderei. Noch ist Sonntagabend, kurz nach 8, hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, heute wird es ein bisschen teuer hier. Ihr habt es gesehen, Parfums de Mali, ja. Normalerweise habe ich das ja bisher immer gescheut, wie der Teufel das Weihwasser. Aber ich habe ja dennoch, ich muss es ja zugeben, Asche auf mein Haupt, dennoch ein paar Parfums de Mali Düfte hier bei mir. Und die waren jetzt aber alle damals, als ich sie vor etlichen Jahren gekauft habe, schon im Preis reduziert gewesen. Also ich habe die nicht zu dem vollen Preis gekauft damals. Und ja, und der aktuelle, den ich jetzt hier, das ist der aktuelle, der Duft, den ich euch heute hier noch kurz vor knapp quasi präsentieren, vorstellen will, ist, im Moment, ich habe gerade nochmal geguckt, den kriegt man im Moment bei Amazon sogar für schlappe 137 Euro, was für Parfums de Mali-Verhältnisse, wenn man so die aktuellen Preise der aktuellen Düfte hier so betrachtet, die so, naja, wenn ich mir den Altair oder diesen, den neuen, wie heißt der, Persoes, glaube ich, heißt der neue, für knapp 300 Euro oder 270 Euro bekommt für die 125 ml, und die 200 Euro für 75 ml. ja, wie gesagt, das sind die 137 Euro noch fast ein Schnäppchen. Ne? Genau. Jo, der Bayerli, so heißt er nämlich, hört sich ein bisschen komisch an, ne? Aber ich habe mal extra in Google das mal vorsagen lassen, wie man diesen Namen ausspricht. Und er heißt Bayerli, ja, genau, Bayerli. Und hört sich ein bisschen komisch an, aber nun ja gut. Ja, wie komme ich da drauf? Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe die bei mir hier so ein bisschen drapiert, meine Parfums de Malis, weil ich dachte, okay, sind ja teure Düfte und die stellen ja ein bisschen was dar, so von der Optik her und so weiter. Die tun sich gut hier als Deko-Objekte hier auf meinem Sideboard hier bei uns in der Sommerküche. Irgendwie, ja, habe ich den heute Nachmittag oder heute Morgen habe ich geguckt so ein bisschen, habe gedacht, ach Gott, weißt du was, guck mal da, der Mieter, der sieht ja so ein bisschen grün aus, ne? So, das könnte ja so, ist ja so ein grüner Duft, ne? Und ihr wisst ja, ich liebe grüne Düfte. Und habe ich gedacht, ach Gott, weißt du was, der passt ja jetzt gerade sehr gut in die Zeit rein. Und ich hatte neulich auch den Afnan von, den Heines 3 von Afnan hier vorgestellt und boah, das grünt, ey. Und genauso ist das, boah, das grünt hier genauso. Und es grünt so grün und so, ne? Als ich mir dann nachher mal heute Nachmittag unseren Garten angeguckt habe, ist mir auch dann spontan die Idee gekommen, einen grünen Duft zu präsentieren. Es grünt ja alles, wo überall ist. Ne? Da schießen ja die Blätter und das Gras und so weiter geradezu in die Höhe. Jo, genau. Deswegen heute mal, ausnahmsweise, wie gesagt, so ein bisschen was Feines wieder, ne? So ein bisschen, ja, man muss allerdings zu sagen, der Bayerli, der wird nicht mehr produziert und ist offensichtlich so gerade so am Abverkauf, mehr oder weniger. Und also wie gesagt, es gibt ihn noch und man kann ihn also noch so käuflich erwerben. Und von daher ist der im Moment halt auch so relativ günstig zu haben, sage ich es mal so. Ne? Und für jemanden, der halt auch einen grünen Duft gerne mag und so, und ja, der kann da gut im Moment, also ja, fast schon ein Schnäppchen machen. Ich traue mich ja kaum zu sagen, ne? Also bei 137 Euro. er reiht sich auch sehr gut da ein, muss ich sagen, in diese grünen Düfte, die ich hier auch schon vorgestellt habe. Und zum Letzten eben, wie gesagt, den Heines 3, von Afnan. Ne? Ja, aber bevor ich jetzt hier weiter dumm rumplapper und plaudere, hier zeige ich euch den Flakon. Ja, der Flakon ist auch, sieht, wen wundert's, Parfümste Mali, natürlich,
das typische Design mit den Pferden, die da so ein bisschen sich über dem Wappen erheben. Oben braucht man natürlich nicht zu erwähnen, ist natürlich eine Metallkappe, eine schwere Metallkappe, und das Ding ist auch sehr schwer, muss ich sagen. Also ewig könnte ich denn jetzt nicht so im ausgestreckten Arm hier halten, oder wollte ich nicht dann halten. Und hier oben habt ihr auch hier nochmal die auf der Kappe Parfums de Mali und 1743 draufstehen, oder? 1743, genau, ja. Ja, genau. Ist also, sieht hier vielleicht so ein bisschen grau aus, aber ist ein ganz, ganz dunkles, mattes Grün, ja, was einem fast schon, ja, quasi wieder auch dann den Weg verrät, wohin dann die, der Duft hier, die Duftrichtung geht. Ne? Also allein schon die Kappe ist schon, die ist schon wirklich massiv schwer, mein lieber Mann, also da kannst du mit einem erschlagen, ne? Also, ja, genau, also Sprühe und so weiter brauche ich gar nicht zu erwähnen. Parfums de Mali halt. Oh, boah, das grünt. Ja, also es grünt. Es ist ein grüner Duft. Das muss man einfach sagen. Ein holzig grüner Duft. Und diese Grün, das Grüne bleibt auch wirklich erhalten bis zum Runter, zum Try-Down. Er wird höchstens noch ein bisschen holziger. Am Anfang ist so eine schöne frische Bergamot-Kardamom-Note dabei. Die ist wirklich schön frisch. Und im Herzen haben wir Guajak-Holz und Zedernholz. Und in der Basis, wenn 100 Java wird tiefer, Myrrenbaum und Amber. Ja, er ist so ein bisschen herbgrüner Duft. Sehr kräftig, sehr aromatisch, langhaltend. Also der hält wirklich, muss ich sagen. Also seine 7, 8, 9 Stunden hält er locker aus. Ne? Kommt drauf an, wie man halt, wo und wie man ihn drauf sprüht halt. Ne? Und ja, also ich finde ihn geil. Also finde ich geil. Also muss ich sagen, gefällt mir super gut. Es ist einfach. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also willkommen zu einem kleinen Spaziergang im Kiefernwald. Also ihr habt wirklich so diesen Waldgeruch da, ne? So von, ja, von Kiefern, ne? Von diesem Nadelbaum. Und hier ist auch nochmal drauf, also wenn hier so riecht, hier so, ja, das ist jetzt der Dry Downtown von heute Nachmittag oder heute Vormittag. Also wie gesagt, ihr habt eine grüne Note durchgehend, ja? Eine aromatische grüne Note. Ja, also man kann sich das wirklich, wenn man die Augen zumacht, richtig schön vorstellen, so durch so einen grünen, ja, durch so einen grünen Tannenwald zu laufen hier, ne? Mit so Kiefern oder ne, so, ne? Ah, lecker. Also es ist wirklich ein Schätzchen, das ist jetzt, muss ich das erst sagen, ganz selten Benutzer eigentlich. Der steht hier eigentlich nur so rum, deswegen habe ich gedacht, oh, hups. Obwohl er hier rumsteht, wir sehen ja jeden Tag, ne? Oder jeden Abend, wenn ich hier meine Videos mache, ne? Oder an die Schublade gehe vom Sideboard, ne? Irgendwie traue ich mich da so dran, keine Ahnung warum. Naja, gut, egal. Na gut, es ist jetzt nicht unbedingt so der Alltagsduft, muss ich zugeben. Ja, es ist halt sehr grün, ne? Also, es ist halt sehr boah. Und ja, könnte eventuell im Büro, also da müsste man fürs Büro, muss ich sagen, da dürfte man nicht so viel nehmen. Also vielleicht so ein, zwei Spritzer und das war es dann so ein bisschen so zum Angrünen quasi langt es. Ansonsten, ja, wenn man gerade so sich ein bisschen ja, nach Grün sehnt oder sowas, da kann man den ja durchaus drauf sprühen. Und wie gesagt, ich liebe diesen Duft, ich liebe grüne Düfte, das habt ihr ja mittlerweile mitbekommen. Und genau, ja, also da gibt es fast schon nichts mehr als fast zu sagen zu. Ja, liebe Claudia, du wohnst ja im grünen Wald oder am grünen Wald, im bayerischen Wald, Bayerlein, Bayerline, ne, ja, Bayerli, ne, ui, das hat mich so ein bisschen dran erinnert, muss ich sagen, wenn man nicht genau weiß, wie das geschrieben wird, könnte man ja meinen, ne, ein kleines Bayerli, ne, ja, also, das ist mit BY natürlich geschrieben, klar. Ja, ist natürlich auch ein berühmtes Pferd damals gewesen oder so, Bayerli, ne? Also genau, wie so üblich bei Parfums de Mali. Ne? Ja, wie gesagt, der wird hier nicht mehr produziert, deswegen wieder so
schnäppchenmäßig hier verkauft im Moment. Aber ich denke, der wird vielleicht auch wieder teurer werden, wenn das also langsam zur Neige geht und die Leute das mal geschnallt haben, dass es nicht mehr zu kaufen gibt und so. Ne? Fast schade drum, weil es ist wirklich ein sehr schöner grüner Duft, muss ich sagen. Ja, von daher, wenn ihr also einen Duft haben wollt, der auch wieder so ein schöner Grünling ist, dann würde ich mir überlegen, das nochmal, ja, gerade wie gesagt, 137 Euro bei Amazon. Im Moment, ich weiß gar nicht, was der Verkäufer da von, ob das direkt von Amazon ist. Manchmal haben die ja diese Anbieter, ich habe es jetzt gar nicht geguckt jetzt mehr, aber auf jeden Fall für 137 Euro, also für ohne Versand dabei und nichts, also das kriegt er für 137 Euro. Dann ist das für die 125 ml als parfümste Mali Duft. Also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ja, genau. Ja, gut, Preis-Leistungs-Verhältnis, jo, gut, okay. Ne? Also da will ich mich nicht dazu äußern groß. Jo, also jo. Also ihr kriegt schon einen guten Duft dafür, muss ich dann sehr sagen. Ne? Es ist schon ein sehr, sehr schöner Duft. Wenn ich jetzt allerdings halt, wie gesagt, den Heines 3 von Affenan hier mit vergleichen möchte, der so, ach so ähnlich in diese grüne Richtung reingeht. Für 74 Taler hat er gekostet. Wobei der teilweise auch für 110 oder 120 Euro verkauft wird. Je nachdem, muss man immer mal gucken. Ne? Dann ist das hier schon, ja, reiht er sich schon ganz gut da in diese Serie ein. Und in diese Reihe ein. Von daher, genau. Ja, und ich habe den jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe. Lass mich lügen. 8 Jahre, 9 Jahre, können auch 10 Jahre sein. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Er kam jedenfalls 2013, glaube ich, auf den Markt. Ja, so um den Dreh rum. Genau, ja. Jo, genau. Ja, also so, ja. Dürften also so, ja, 7, 8, 9 Jahre sein, wo ich den habe jetzt. Genau. Ja, okay, gut. Jo. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Achso, beim Parfümzentrum habe ich den gesehen für 145 Euro. Also, ja, wie gesagt. Genau. Da könnt ihr also auch guten Gewissens, und das ist auch ohne Versand natürlich, ne? Ab dem, die haben ja, glaube ich, ab 99 Euro ist der Versand kostenfrei, klar, ne? Ne? Kein Thema. Ja. Genau. Ja. So ist es. Das war's eigentlich schon, der kleine Spaziergang durch den Kiefernwald. Jo, wie gesagt, es ist im Moment gerade sehr günstig. Dann so die, ich habe jetzt hier noch zwei andere Düfte, die werden, glaube ich, aber nicht mehr produziert. Die gibt es gar nicht mehr. Wobei der eine, glaube ich, der, naja, vielleicht kann ich da noch mal ein kurzes Video von machen. Ja, und naja, mal sehen, gut. Ja, wie gesagt, es war jetzt mal so eine kleine Ausnahme, die ich hier gemacht habe. Mal hier mal so ein bisschen was, ja, ein bisschen was Teures wieder zu präsentieren. Hin und wieder werdet ihr hier auch mal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen teure Düfte mal, dann einen anderen teureren Duft, sage ich jetzt mal, von mir präsentiert bekommen. Ja klar, ne? Aber das ist aber so, neigt sich eher so in die Promillegrenze da bei mir rein. Ne? Also von daher ist das hier eher die Ausnahme. Genau, ja. Ne? Jo, ich wollte es euch nur mal sagen und sagen, okay, gut, ne, vielleicht es gibt ja den einen oder anderen von euch, der hier so grüne Düfte auch mag. Und ja, Albin, glaube ich, du. Von Doc Stober de Sent. Liebe Grüße. Übrigens. Ja, genau. Falls ihr noch nicht gehört habt, der Albin hat ein schönes Parfümhaul gemacht die Tage, wo er dann seine Bestellungen von La Taffa und von Parfümzentrum, hat er 8, 9 Düfte ausgepackt und hat auch gestern auch ein schönes Video hochgeladen von dem Livan von Art Al-Zafran, glaube ich, ist der Duft, genau, ja. Hat er auch sehr davon geschwärmt, muss ich sagen, vielleicht verlinke ich euch das nochmal zum Schluss. Könnt ihr nochmal gucken. Ne? Also fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Genau. Ja, genau. Okay, dann macht's mal gut. Wie gesagt, es ist jetzt 20 nach 8, Sonnabend, der 21. April. Draußen ist es arschkalt. Es sieht wirklich ekelhaft aus draußen und meine Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen, war heute auch nicht besonders, gehen wir ehrlich zu. Jo, genau. Also es macht schon etwas depressiv hier, ne? Wenn man so sich lieber ins Bett verkriecht, die Decke über den Kopf zieht und sagt, nee, ich wache erst wieder dann auf, wenn es wieder schön wird oder so. Ne? Also so vielleicht so im September rum, wenn es wieder wärmer wird oder so. Keine Ahnung, es soll ja normal immer ganz schöne Spätsommer geben noch. Also vielleicht wird es ja dieses Jahr nochmal was. Keine Ahnung. Wir überspringen den Sommer einfach. Sparen mehr Zeit und so. Und ja, gut, okay. Müssen nicht irgendwie groß Angst haben um Sonnenbrand und so weiter und so fort. Nun ja, egal. Okay. Ja.
Okay, dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die neue Woche. Und ja, ich muss mal nächste Woche mal schauen, okay, muss ich sagen, ich noch ein kleines ernstes Wörtchen noch reden, vielleicht zum Schluss. Ja, ich muss mich doch schon ein bisschen einschränken im Moment mit meinen Videos, gebe ich ehrlich zu. Ich habe jetzt noch einige Düfte da stehen, bestimmt noch so, mit Sicherheit noch 10 Düfte im Keller, die ich euch so präsentieren kann und will und möchte. Aber ja, also ich muss jetzt ein bisschen auf die Bremse treten hier. Auch ich habe es wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben für meine Düfte in letzter Zeit. Und ich werde schon ausgeschimpft von meinem Mann mittlerweile. Ich mache schon dem lieben, wie heißt der Mickey, glaube ich, von Pleite wegen Düfte Konkurrenz hier, aber in der Tat. Also meine Schatullen sind mittlerweile ziemlich leer und wir haben jetzt noch neue Winterreifen, neue Sommerreifen zu kaufen und dann ist entweder unsere Heizung wieder zu reparieren und. Also da gibt es jetzt einige Ausgaben die nächste Zeit. Also ich kann es wirklich nicht mehr groß verantworten, hier wirklich jeden Monat hier meine 4-5 Düfte zu kaufen. Das geht einfach nicht, sodass ich jetzt hin und wieder auch mal hier auf so meine Bestandsdüfte zurückgreife. Ich habe auch so verschiedene Themen auch schon, die ich so habe. Ich habe ja unter anderem schon den Vorschlag, den Tipp bekommen, ich solle doch mal so ein Top 10 machen von meinen persönlichen Lieblingsdüften hier und von meinen Männerdüften, wohlgemerkt nicht von den Unisex-Düften. Und ja, da bin ich jetzt schon so ein bisschen im Gedanken, schon ein bisschen am Vorbereiten. Habe hier noch den ein oder anderen Autoduft oder so, das Bentley, so ein Bentley-Special wollte ich ja nochmal machen. Und ja, wie gesagt, also ich werde hin und wieder auch zwischendurch mal wieder eben auch einen neuen Duft vorstellen, klar, immer wieder. Und aber wie gesagt, ich muss jetzt wirklich mal, ja, sehr, sehr auf die Bremse treten. Na gut, das ist, ja, das nimmt dann schon etwas Ausmaßen an, die, ja, nicht mehr ganz so vertretbar sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat so eine gewisse, ne, hat fast so ein bisschen was Suchtcharakter, muss ich sagen. Ne? Immer wieder neue Düfte und jetzt mit dem Kanal noch dazu. Ne? Ich muss ja ne, immer neue Düfte präsentieren und so weiter und so fort. Und das ist dann halt, ja, etwas, ja, da kollidiert meine Finanzen sehr mit den Interessen hier auf diesem Kanal hier, genau. Und ja, solange ich den auch nicht monetarisieren kann, da ich mal ein paar Euros von YouTube bekomme, ich finanziere ja alles aus meiner eigenen Tasche heraus. Genau. Ja, genau. Auch wieder liebe Flo, von Flo ist Dufte. Liebe Grüße übrigens nach Hamburg, mein lieber Flo, an dieser Stelle, wenn ich die schon erwähne dann. Und ja, liebe Grüße auch an den dich, lieber René übrigens, von Herr der Düfte und an den lieben Klonhunter. Genau, ja. So, jetzt habe ich alles gesagt. Zum Schluss. Und ja, wie gesagt, wünsche euch noch jetzt einen schönen Abend nach diesen etwas, ja, etwas ernsteren Worten. Und ja, ne, wir sehen uns dann. Mal sehen. Ja, mal sehen, ja. Wie ich dann nächste Woche dann lustig bin, da was neues Video hochzuladen oder so. Und ja. Ein Video werde ich wahrscheinlich schon mindestens machen, denke ich. So ganz ohne. Jo, genau. Naja, lasst euch überraschen. Okay, gut. Macht's gut, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Bis denne. Ciao.